wenn ich gleich mit euch über die Risiken, aber natürlich auch über die Chancen des iShares Global Clean Energy ETF spreche. Denn nicht nur deshalb, weil sich dieser ETF in den letzten Wochen meines Erachtens doch auffällig gut gehalten hat, sondern insbesondere deshalb, weil wir meines Erachtens hier über den Megatrend der nächsten Jahre sprechen. Mit allem, was dazugehört. Mit deutlichen Übertreibungen zur Oberseite, mit starken Korrekturen, aber gerade für aktive Anleger eben auch mit enormen Chancen. Das kann man mit dem iShares Global Clean Energy ETF sicherlich umsetzen, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Wege. Also, legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Wir sprechen also gleich über den höchst erfolgreichen, zumindest mal gemessen an der investierten Summe, iShares Global Clean Energy ETF. Auf die Chancen und Risiken schauen wir und wir werden darüber sprechen, dass viele Anleger mit Recht hier investiert sind. Warum? Weil es sich um einen Megatrend handelt. Und ihr wisst, ja, ich habe hier links den Klickdämon und der sagt, wir brauchen mehr Klicks. Und wenn ich jetzt auf die Idee gekommen wäre, das heutige Video zu nennen, die Vorstellung des iShares Global Clean Energy, seine Risiken und Chancen, hätte gesagt, what? Kein Mensch will sich das ansehen, konzentrier dich. Also, der Klickdämon sagt, nutze Mega und Crash und Rally. Jetzt kaufen, Vorsicht, Stopp. Nutze das im Titel, damit sich auch jemand dieses Video anschaut. Aber auf der anderen Seite, da habe ich dann noch die Content-Fee. Und die säuselt mir leise ins Ohr und sagt, Eriksen, in Ordnung, mit den Titeln kannst du das machen, aber der Inhalt, der sollte ausgewogen sein. Und ich glaube, das habt ihr in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren auch erlebt. Ja, ich spreche über Chancen, ich spreche über Risiken. Wenn es ein hohes Risiko gibt aus meiner Sicht, dann benenne ich das auch. Das sind ja hier meine Standpunkte, über die ich spreche und keine Nachrichten. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Aber wenn ich hier heute über diese ganze Branche spreche, dann nutze ich, obwohl ja, der Klickdämon, der hat ja momentan jetzt Pause, der hat ja seinen Job gemacht, ja, 100%. Obwohl sie hier sitzt, die Content-Fee, nutze ich das Wort Megatrend voller Bedacht. Denn wir haben hier alle Zutaten, die es für einen Megatrend, für eine extrem trendstarke Phase an der Börse braucht. All diese Zutaten haben wir. Wir haben nämlich Börsianer, die sich nach wie vor nicht abwenden von der Börse. Obwohl sie seit einigen Monaten nicht mehr gut läuft, ist die Stimmung verhältnismäßig gut pro Aktien in den USA, in Europa, in Asien im Übrigen auch. Und womit hängt das zusammen? Vermutlich mit der Inflation. Wenn 7, 8, 9, 10, 11% Inflation herrschen, dann sagt man sich natürlich, naja, wenn ich mit meiner Kaufkraft sowieso derart viel verliere auf Jahressicht, dann kann ich vielleicht die Volatilität an der Börse auch aussitzen. Recht so. Dann haben wir etwas, was extrem wichtig ist für einen Megatrend an der Börse. Wir haben ein Narrativ, eine Story, die jeder versteht. Spätestens jetzt ist klar, dass es eine Agenda gibt. Und noch etwas, was über dieser Agenda steht. Und das ist das Thema Energie. Energieunabhängigkeit, die natürlich auch mit regenerativen, alternativen Energiequellen, ja, das müssen nicht immer regenerative sein, aber davon sehen wir jetzt mal heute ab, hier zu tief einzusteigen. Also das gesamte Thema Energie, Klima, selbstverständlich, Energieunabhängigkeit, Energiesicherheit spielt eine ganz, ganz große Rolle. Jeder weiß das. Das heißt also auch, dass dadurch mehr neue Käuferschichten akquiriert werden. Wenn dann an der Börse erstmal sich die Stimmung bessert, das ist die Voraussetzung. Es geht also nicht darum, dass es ab morgen losgeht, aber ich glaube, wie jeder Bärenmarkt wird auch das hier enden. Und wenn dann jemand auf Seite 1 liest, so und so viel Geld fließt hier in diesen Bereich, dann wird er sagen, das könnte ja auch für Unternehmen gut sein. Und sowas generiert dann neue Käuferschichten an der Börse. Auch sowas braucht es dann im weiteren Verlauf übrigens für eine Blasenbildung. Diese neuen Käuferschichten kommen dann bedauerlicherweise meist nicht zuerst in diesen Trend hinein, sondern erst im letzten Drittel und sorgen dann dafür, dass solche Exzesse stattfinden. Für all diejenigen, die schon investiert sind, ist das gut. Und dann braucht es noch eine dritte Zutat, die extrem wichtig ist, Geld. Ja, und das fließt in Hülle und Fülle. Ich möchte euch hier mal eine Pressemeldung vom letzten bzw. vorletzten Monat zeigen. Ja, das ist direkt von der Seite der EU. Es geht also darum, dass in dem Bereich Digitalausbau,
Datencloud, Edge-Technik, Quanteninformatik, worüber der Thierry Breton, das ist also der zuständige EU-Kommissar, alles Bescheid weiß, ja. Ganz erstaunlich. Es ist also dort die Rede von 2 Milliarden. Selbstverständlich bleibt es beim Thema Digitalisierung nicht bei den 2 Milliarden. Gartner IT schätzt, dass zwischen 300 und 500 Milliarden investiert werden bis 2030 in diesen Ausbau. Ich meine jetzt nicht so sehr den Breitbandausbau, das ist nur ein kleiner Teil der Digitalisierung, die natürlich gerade in Europa, aber auch in den USA, die sind, weiß Gott, nicht moderner, mal abgesehen vom Silicon Valley als wir. Ja, wenn man in den Großstädten ist, da hat man schon den Eindruck, Infrastruktur auf allen Ebenen hinkt in den USA teilweise noch deutlich mehr hinterher. Also die 300 bis 500 Milliarden wird es brauchen und viele Unternehmen werden davon profitieren. Aber das ist immer noch ein großer Klacks, aber ein Klacks. Wenn wir über Energie sprechen, das ist Grundversorgung. Ja, da kann man nicht mal eben sagen, da machen wir eben auf den alten Rechner noch ein neues Update drauf. Und das hier, was ich euch jetzt einblende, ist vor dem Ukraine-Krieg beschlossen worden. 2020 bereits. Wir sprechen also über Investitionen in Höhe von mindestens 1 Billion Euro. Und das sind nur Investitionen jetzt gefördert, beziehungsweise direkt, indirekt fließt das Geld aus der EU. Da kommt natürlich noch mal deutlich mehr hinzu durch die nationalen Parlamente. In Asien ist es natürlich auch eine große Rolle, in China insbesondere, aber nicht nur, in vielen Industrieländern. Japan spielt es eine Rolle, in den USA wird es eine Rolle spielen. Das ist das Überthema über sämtlichen Tagesordnungspunkten. Energieunabhängigkeit wird wahrscheinlich einer der größten und wichtigsten Themen. Und Energieunabhängigkeit bedeutet natürlich auch kurzfristig mal, wohin fließt das Gas und so weiter. Aber sämtliche Parlamente sind sich einig, dass das Hand in Hand geht mit dem ganz großen Thema Klimaneutralität. Und haltet euch jetzt mal bitte nicht damit auf, mit richtig oder falsch. Wir sprechen jetzt nur darüber, wie man davon profitieren kann. Alle anderen Diskussionen muss es auch geben. Aber denkt es doch mal so. Ihr seid damit drin in dieser 1 Billion Euro. Ihr als Steuerzahler finanziert das. Insofern, egal ob ihr jetzt sagt, da wird es Exzesse geben, da fließt das Geld doch wieder mal in die falsche Richtung. Das wird hundertprozentig so passieren, dass die öffentliche Hand jetzt nicht gerade der Auftraggeber ist, der am ehesten geeignet ist, um zielgerichtet zu investieren. Das ist auch klar. Viel hilft viel, ist da oft das Motto. Aber an der Börse kann man eben davon profitieren. Und wenn ich schon auf der anderen Seite die Steuern zahle, ja, und ich verspreche es euch, euer Influencer der Wahl hier wird schön seine Steuern in Deutschland weiter bezahlen. Ich ziehe nicht nach Dubai, weil ich da nicht hinziehen möchte, einfach weil ich dort leben möchte, wo es mir gefällt. Und es ist nun mal hier. Also, dann möchte ich auf der anderen Seite auch gerne davon profitieren, wenn solche Gelder investiert werden. Und das kann man bei diesem Megatrend. So, und bevor wir jetzt gleich schauen auf diesen ETF, noch ein Hinweis. Ich werde gleich ganz bewusst einen kleinen Cut einziehen, und zwar dann, wenn es um die Direktinvestition in Aktien und einige spezielle Produkte geht. Ich glaube, man kann mit dem iShares Global Clean Energy ETF durchaus profitieren von diesem Megatrend. Ich glaube aber, dass man ein Vielfaches dessen verdienen kann mit einigen Aktien. Viele von denen habe ich mir bereits angesehen und viele von euch sind ja mit dabei bei den Renditespezialisten. Sie sind dort Leser und ich bitte um Verständnis, dass natürlich diese Leser diese Informationen exklusiv von mir bekommen. Wenn es also um Einzelaktien geht, um spezielle Produkte, dann ist das etwas, was ich dort in der Community immer sofort teile. Aber die hat natürlich auch den Anspruch, dass ich das mache. Viele von euch wissen es vielleicht gar nicht, aber deswegen sage ich es an dieser Stelle mal, wir haben hier gerade eine exklusive Sparaktion unter diesem Video. Weiterhin werbefrei, ich sage euch nicht, was ist das beste Netz zum besten Preis und ich mache auch keine Affiliates, aber wenn es um die Dinge geht, die ich persönlich reinstelle, und das sind halt meine persönlichen Trades, die ich hier teile mit den Lesern der Renditespezialisten, dann möchte ich das an dieser Stelle einfach mal sagen, auch als Informationsdienst, weil ich glaube, einige wissen es nicht. Und wir haben hier gerade eine Aktion, den Link zur Sprachnachricht dauert knapp 3 Minuten, etwas weniger.
den stelle ich hier unter diesem Video ein. Wenn ihr also Einzelaktien handelt, ja, wenn ihr sagt, ich mache nur ETF-Sparplan, dann ist das nichts für euch. Dann lasst es. Wenn ihr Einzelaktien handelt und ihr sagt, naja, vielleicht wäre das was für mich, hört euch die Sprachnachricht an. Das ist alles. Ich wollte euch einfach nur mal Bescheid sagen. Hier unter diesem Video stelle ich euch den Link ein. So, jetzt sprechen wir aber über den iShares Global Clean Energy ETF und das machen wir direkt hier auf dem Bildschirm, denn es gibt einige Details, die dabei ganz wichtig sind. Das ist also der Kursverlauf des iShares Global Clean Energy ETF in den letzten 2 Jahren. Und wir werden selbstverständlich gleich darüber sprechen, ob die 100% mit diesem ETF möglich oder gar wahrscheinlich sind. Wir werden aber auch darüber sprechen, ob er aus meiner Sicht zumindest mal, um die geht es ja hier, tatsächlich die optimale Wahl darstellt für so einen Megatrend. Klar ist, dass, ob es nun am Namen liegt oder daran, dass er schon etwas länger am Markt ist, dass es ein echtes Erfolgsprodukt darstellt. Für den Emittenten auf jeden Fall, denn rund 5,6 Milliarden sind hier investiert. Und lasst euch bitte von den US-Dollar nicht irritieren. Das ist ein Produkt, in dem im Wesentlichen deutsche Anleger investiert sind. Nur die Basiswährung beträgt eben US-Dollar. Es sind auch nicht alle Werte, auf die gehen wir gleich noch ein, in diesem ETF auf US-Dollar-Basis gehandelt. Also zum Beispiel Vestas ist ein dänischer Wind, Ørsted ist ein dänischer Wind. Die meisten sind auf US-Dollar-Basis, aber es geht hier im Wesentlichen erst einmal um die Feststellung, dass ein deutscher Anleger, der in diesem ETF investiert ist, natürlich auch Kursschwankungen sich aussetzt, im Positiven wie im Negativen. Fällt der Euro gegenüber dem US-Dollar, zeigt sich der Euro also schwächer, dann ist das positiv für den Kurs. Steigt er, dann ist das negativ. Und eines an dieser Stelle auch noch, der ETF ist sinnvollerweise wiederum aus Sicht des Emittenten, und ich will ihm das gar nicht vorwerfen, ja, dass Leute Geld verdienen wollen, das gehört ja mit dazu. Es ist also ein Vergleichsindex, nämlich der S&P Global Clean Energy Index hier genannt. Tatsächlich sind aber nicht alle Werte exakt die gleichen wie hier im Global Clean Energy Index. Vielleicht wird deshalb begründet, dass man hier noch manuell insofern, ich müsste da wirklich in die AGBs tief einsteigen, insofern noch Anpassung vornimmt, dass es gerechtfertigt ist, hier eine Gesamtkostenquote von 0,65% anzusetzen. Ich glaube, für jeden, der das als Position sieht, die für einige Wochen, Monate, vielleicht auch für wenige Jahre läuft, wird das nicht die ganz große Rolle spielen. Ob es jetzt 0,65% sind oder 0,35%. Aber am Ende des Tages macht natürlich auch jede Stelle hinter dem Komma etwas aus und beeinflusst die Rendite. Und ihr werdet es von euren ETF-Sparplänen vielleicht kennen, falls ihr welche habt. Ja, wenn man irgendwie den MSCI World oder sowas nachbildet, dann sprechen wir von einer Gesamtkostenquote von 0,15%. Dass aber Branchen-ETFs etwas teurer sind, das ist durchaus üblich. Um eine Aussage darüber treffen zu können, wie gut dieser ETF laufen wird in Zukunft, macht es natürlich Sinn, sich die Top-Position mal ganz kurz anzuschauen. Und ich glaube, der ein oder andere wird sich etwas anderes vorstellen bzw. denken, der Fonds sei breiter aufgestellt, sofern er sich denn nicht damit beschäftigt. Also die Nummer 1 mit 7,26% aktuell, ich nehme jetzt dieses Video gestern auf, ja, also am Sonntag. Das wird sich aber jetzt, während ihr das Video ein paar Stunden später seht, nicht großartig geändert haben. Nummer 1 ist also Enphase. Gutes Unternehmen, können wir übrigens mal ganz kurz schauen, ist auch gut gelaufen an der Börse. Durchaus ist wahrscheinlich der Grund, warum trotz dieser Risk-Off-Phase letztlich sich der ETF noch einigermaßen gut gehalten hat. Ja? Enphase, das sind die Batterien für diese PVC-Anlagen, braucht man. Großer Markt, weltweit aktiv, von daher gutes Unternehmen, keine Frage. Nummer 2, Solar Edge, ebenfalls PVC-Anlagen und damit hätten wir dann schon rund 13% in diesem Sektor. Es sind noch einige mehr. Die Nummer 3 hier in der Auflistung ist Consolidated Energy, also Con Edison. Und ja, auch Clean Energy ist mit dabei, sagen wir mal so. Das ist letztlich ein großer Energieanbieter in den USA. Elektrizität und zwar aus allen Sorten der traditionellen und Renewable Energies, Gas, Dampfkraftwerke und so weiter und so fort. Also
inwieweit der hier Einzug gefunden hat in einen iShares Global Clean Energy geschenkt. Unter dem Strich ist es mit solchen Vorgaben ja immer so eine Sache. Und solange das Unternehmen im Kurs gut läuft, wird es wahrscheinlich die meisten Anleger auch nicht stören. Und das Unternehmen ist ganz gut gelaufen. Schauen wir noch mal weiter. Ja. Vestas ist einer der größten Windkraftanlagenbauer der Welt. Ich habe in der Vergangenheit schon mal fälschlicherweise gesagt, es sei der größte, es war mal der größte börsennotierte. Es gibt noch einen, es gibt zwei größere, es gibt GE, also General Electric Wind, wie heißen die genau? Wind Energy, genau, die sind aber nicht an der Börse notiert. Das ist die Nummer 1 und die Nummer 2 zeige ich euch einmal. Die habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen. Das ist Jiangjiang und garantiert falsch ausgesprochen, sorry, Goldwind. Ja, chinesische Aktien genießen momentan nicht so den ganz guten Ruf. Und tatsächlich ist dieses Unternehmen, meine ich, auch nicht international tätig, sondern überwiegend in China für kommunale Versorger. Also, das ist die Nummer 2 und ganz knapp dahinter ist dann die Nummer 3 aus Dänemark. Und die Nummer 4 ist Plug Power, ja, die kennt ihr. Ja, grüner Wasserstoff, Brennstoffzellen zum Teil, hat bisher noch keine Gewinne, zumindest auf Jahressicht nicht geschrieben. Insofern passt es meines Erachtens gar nicht so ganz in diese Aufzählung rein. Aber was soll's, mit 5,5% hier drin. Ørsted ist ebenfalls ein großer Windkraftanlagenbetreiber. Offshore im Übrigen auch aus Dänemark und so weiter. First Solar ebenfalls Solar. Also, diese Top-Positionen hier drin sind auch deshalb so top, weil sie natürlich aktuell ganz gut gelaufen sind. Und das ist so ein klein wenig die Problematik, die ich vorhin angesprochen habe. Es macht ja für jeden spekulativen Anleger, und darum geht es ja hier, Sinn, sich dann zu investieren, wenn alle anderen möglichst noch nicht drin sind, beziehungsweise am Anfang eines Trends. Und da dieser ETF sich, wie schon gesagt, an den S&P Global Clean Energy Index anlehnt, heißt das natürlich auch, dass immer dann Positionen hochgewichtet sind, wenn sie schon einigermaßen gut laufen. Diese möglicherweise Wasserstoffpositionen zum Beispiel, hier ist nur Plug Power aktuell drin. Meines Erachtens ist es aber ein Bereich, der bei der nächsten großen Welle, bei der nächsten großen Trendverstärkung an der Börse eine größere Rolle spielen wird, Wasserstoff. Das wird sich dann erst hier widerspiegeln, wenn diese Aktien schon gut gelaufen sind. Nochmal, das ist kein Malus und das ist kein Ausschlusskriterium. Das muss man nur wissen. Man erzielt mit so einem ETF nicht das maximale Ergebnis, was man erzielen könnte, wenn man sich eben in den Branchen aufgrund des eigenen Research dann schon relativ frühzeitig investiert. Noch dazu muss man sagen, es gibt einige Anbieter und die möchte ich euch einmal ganz kurz zeigen, weil es hier ein ganz, ganz wichtiges Kriterium gibt, auf das ihr selber achten solltet. Wenn man beispielsweise sich auf die Suche macht nach dem besten erneuerbaren Energien ETF, dann kann man das nicht nur hier, das kann man selbstverständlich auch auf anderen Plattformen. Und dann schaut man sich die Performance an. Dann ist das, welch Wunder, die Performance in der Vergangenheit. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, naja, der hier beispielsweise ist jetzt ja viel besser gelaufen als die anderen im letzten Jahr. Zum Teil existieren sie noch nicht so lange, deswegen sind hier die Performances oder die Renditen aus den letzten 12 Monaten nicht überall aufgeführt. Ja, aber Vorsicht! Jedes dieser Produkte, außer die, die exakt eben diesen S&P Global Clean Energy ETF abbilden, wie zum Beispiel der hier unten, jedes dieser Produkte ist anders konzipiert. Und die Aussage, dass das letzte Jahr besser gelaufen ist, ist ganz, ganz sicherlich kein Indiz dafür, dass das in den nächsten 1, 2, 3 Jahren auch so sein wird. Denn dieser beispielsweise, der also im letzten Jahr am besten gelaufen ist, hat eine ganz gänzlich andere Strategie, möchte ich euch gerne einmal zeigen, als beispielsweise der iShares Global Clean Energy. Auch hier haben wir überhaupt einen Wert? Nee, wir haben keinen Wert. Doch, Enphase haben wir hier. Aber ihr seht schon, die 10 größten Positionen machen hier gerade mal 18% aus. Hier machen die größten Positionen 48% aus.
Das heißt, dieser hier, der also in den letzten 12 Monaten sich am besten gehalten hat, um es mal so zu formulieren, Tesla ist da drin, SMA Solar, einige größere, ja, aus Spanien und so weiter, Südamerika. Dieser hat sich deshalb besser gehalten, weil er viel, viel breiter gestreut ist. Und zwar breiter gestreut, was die geografische Diversifizität angeht, nee, Diversifikation angeht, also USA 18%, nur 18%, Japan 11%, Deutschland 8%, aber eben auch die Positionsgröße ist viel geringer. 63 Positionen. Im iShares Global Clean Energy braucht man insgesamt, hat man 16 oder 17 Positionen und damit hat man dann 85% des gesamten Portfolios abgedeckt. Das heißt, der hier wird in Schwächephasen absehbar besser laufen. Er wird aber dann, wenn echte Trendphasen entstehen, absehbar schlechter laufen, weil er eben so breit aufgestellt ist. Und daher wäre dieses Produkt sicherlich für den dauerhaften Anleger, ja, für den Permanentsparer in Branchen, wenn man das denn möchte, das vielleicht die bessere Wahl. Aber für denjenigen, der sagt, ich will hier von einem Trend, ja, vielleicht sogar von einer Blasenbildung. Ja, Blasenbildung heißt zwar auch, irgendwann platzt das Ganze, aber frühzeitig bei einer Blasenbildung dabei zu sein, ist natürlich höchst lukrativ. Und da wäre dieses Produkt eben nicht das Richtige. Also schaut gerne selber nochmal durch. Ich habe euch anfangs gesagt, ich werde hier auf einzelne Werte setzen, die meines Erachtens hier weit überdurchschnittliches Potenzial haben. Aber die Frage möchte ich letztlich dennoch beantworten. Ja, 100% mit den iShares Global Clean Energy? Fragezeichen. Und die Antwort lautet durchaus. Wir haben also aktuell noch nicht den Ausbruch, auch den technischen Ausbruch nicht. Und wir brüsten hier die uralte Rivalität zwischen Charttechnik versus Fundamentalanalyse überhaupt nicht bemühen, denn die klare Antwort lautet, ja, die Kombination, die beide Instrumente miteinander zu verbinden, das ist die cleverste Vorgehensweise, sich für ein Produkt zu entscheiden oder ein Unternehmen, welches mir fundamental gefällt, welches meinen fundamentalen Ansprechen genügt und dann mit Hilfe der technischen Analyse den geeigneten Einstiegszeitpunkt zu finden. Das ist nicht der heilige Gral, weil es den an der Börse nicht gibt, aber das ist die beste Art und Weise. Ich kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausschließen, im Rahmen dieser Flaggenbildung, die wir hier sehen, dass wir durchaus noch mal schwächer tendieren, weil ich mir eben auch vorstellen könnte, dass wir an der Börse noch mal ein paar schwächere Wochen sehen. Und wenn Rezession kommt, dann wird die Börse fallen. Das war in 98% aller Fälle so. Selbst dann im Übrigen, das ist ja momentan so ein bisschen das Argument vieler Superbullen. Naja, wir wissen ja, dass die Rezession vorübergehend sein wird. Wir wissen auch, dass die Fed 2023 die Zinsen wahrscheinlich wieder senken muss. Das ist tatsächlich die aktuelle Erwartungshaltung. Spielt aber keine Rolle, denn eine Rezession löst immer so eine Kettenreaktion aus. Das heißt also, man muss damit rechnen, dass die Börse dann gerade in den Risikowerten nochmal unter Druck kommt. Und einige Risikowerte finden sich hier eben. Risiko heißt ja an der Börse recht hoch bewertet und der potenzielle Ertrag aus der Zukunft, ja, kümmern wir uns dann drum, aber eben nicht in diesem Moment, nicht in diesem Risk-Off-Moment. Also ob nun direkt oder nochmal über eine Korrektur, die bestenfalls aber diese Zone hier nicht unterschreitet, ja. Das wäre dann tatsächlich eine sehr auffällige und nachhaltige Schwäche. Da rechne ich persönlich nicht mit. Ich glaube also, dass entweder nach einer Korrektur oder direkt wir es mit steigenden Kursen zu tun haben. Denn wenn ich euch sage, das ist aus meiner Sicht der nächste Megatrend, dann glaubt es mir. Und ich habe überhaupt nicht den Anspruch hier auf Exklusivität. Das wissen selbstverständlich auch andere. Hier fließen enorme Gelder rein. Und mit jedem Tag werden vermutlich eher weitere Pakete verabschiedet. Stichwort Energieunabhängigkeit, Stichwort Sicherheit in der Energieversorgung, die diesen Trend beflügeln werden. Den spürt man erst ganz langsam und dann wird man ihn immer schneller spüren und dann wird es am Ende zu einer deutlichen Aufwärtsbewegung geben. 100% mit dem iShares Global Clean Energy würden also bedeuten, dass er letztlich auf ein neues Hoch steigt. Das reicht ja dann. Und meine Erwartungshaltung ist, das wird passieren. Ja? Bitte drückt jetzt nicht auf den Kaufknopf. Ich bin hier nicht investiert. Wie gesagt,
Ich werde auf einige Einzelwerte setzen. Und selbstverständlich kann es auch anders kommen. Eine potenzielle Stop-Zone habe ich euch hier gezeigt. Ja, unter 67 muss man davon ausgehen, dass die Börse in größeren Schwierigkeiten steckt. Und dem darf man sich dann auch nicht widersetzen. Aber ich bin ziemlich bullish für die Branche. Ich glaube, das ist jetzt in den letzten Minuten deutlich geworden. Ansonsten gilt wie immer, ihr handelt auf eigene Gefahr. Ihr seid der Manager eures eigenen Portfolios. Das hier ist keine Kaufempfehlung. So, abschließend bedanke ich mich an dieser Stelle auch nochmal bei den vielen Lesern der Rendite-Spezialisten dafür, dass es einfach unglaublich viel Spaß macht. Und allen anderen sei nochmal gesagt, für wen das etwas ist, die Investition in Einzelaktien, wer meine Depot-Transaktion kennenlernen möchte, hier unter dem Video der Link zur aktuellen Sprachnachricht und der Sparaktion. Das war's. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und dann machen wir weiter. Bis dann und ciao.